Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir melden uns hier wieder live von der Pressekonferenz der heurigen Papas Amadeus Horse Indoors, die sich hier in einer Mega-Veranstaltung präsentiert. Herr Dr. Haslauer, Landeshauptmann, Stellvertreter von Salzburg, Sie persönlich heute hier bei der Pressekonferenz anwesend. Der Werdegang einer Papas Amadeus Horse Indoors, glaube ich, kann seinesgleichen suchen. Ja, ein spannendes Projekt, am Anfang noch klein, sehr mutig mit einer Vision und einer Strategie, wie man vorwärts kommen kann. Das haben wir von Anfang an unterstützt, weil wir davon überzeugt sind, dass diese außergewöhnliche Stadt Salzburg auch außergewöhnliche Veranstaltungen braucht und weil wir an den Herrn Göllner geglaubt haben und glauben. Und wenn man jetzt sieht, 650 Pferde, 500 Hunde, ein Riesenbegleitprogramm an der obersten Ebene der Turniere angesetzt, der Qualitätsturniere, da muss ich sagen, da bin ich über die Entwicklung sehr, sehr glücklich, weil wir wollen in Salzburg das Außergewöhnliche, das Unverwechselbare und nicht das Durchschnittliche und das, was man ohne dies überall findet. Außergewöhnlich ist dir eigentlich bei den Papas Amadeus Indoors, dass Herr Göllner eigentlich nicht aus dem Event-Marketing kommt, sondern ein Quereinsteiger war und ein Team um sich geschart hat, die alle nicht aus jenem Genre kommen und am Ende eine solche Veranstaltung in Szene setzen. Ich glaube, das Außergewöhnliche liegt auch in ihren Mitbürgern aus Salzburg, dass genau ein so ein Team Salzburg repräsentiert. Ja, wir schauen natürlich nicht nur immer auf die Zahlen, sondern wir schauen vor allem auch, wer sind die Persönlichkeiten, die dahinter stehen, wer ist das Umfeld dieser Persönlichkeiten, denn letztlich entscheidet die menschliche Kreativität, der Ideenreichtum, das Durchsetzungsvermögen und die unbedingte Leidenschaft und der Glaube, sein Projekt durchsetzen zu können. Und wenn wir solche Persönlichkeiten finden, dann ist das Land Salzburg immer auch ein Partner. Das ist eine Devise, die sich sehr bewährt hat. Die Papas Amadeus Horse Indoors zeigt das. Über 800 Zimmer wurden allein gestern im Horse Deluxe Büro gebucht. Also rundherum gibt es fast keine Zimmer mehr. Da sind jetzt die Aussteller noch ausgenommen, die ja auch noch buchen. Und ich glaube, gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit oder generell ein Wirtschaftsfaktor par excellence auch für Salzburg in jener Zeit. Ja, Salzburg ist natürlich gerade im Ende November, Anfang Dezember und den ganzen Dezember hindurch ein hochinteressanter Platz mit dem Salzburger Advent, mit all dem, was sich hier tut, mit den guten Verkehrsanbindungen, mit den Einkaufsmöglichkeiten. Und man kann hier so vieles kombinieren. Reitsportfreunde kommen, sehen sich die Turniere an, gehen in die Stadt, Shopping, genießen den Christkindlmarkt, gehen zum Adventsingen, was auch immer. Und da haben wir einfach viel zu bieten und wir haben auch eine entsprechende Hotellerie und Gastronomie, die qualitativ alle Wünsche erfüllen kann. Ja, man sieht aber auch, dass auch die Politik aufs richtige Pferd gesetzt hat, nämlich die neue Messehalle, was gebaut worden ist, mit über 18.000 Quadratmetern, präsentiert sich hier im Rahmen der Papas Amadeus Horse Indoors wiederum als eine Location, die man suchen muss in Europa. Bei allen politischen Diskussionen, die es natürlich gibt, kann ich sagen, wir ziehen an einem Strang, weil wir Salzburg vorwärts bringen wollen. Herzlichen Dank, Herr Landeshauptmann.